forever. There's no place for time when you're young. Can't find the words, but we know how we feel. Could we stay longer here in the summer? Just know that I
So, Aloha und Ahe, ihr lieben Füchse zur Mittagssonne. Die heißeste Zeit des Tages. Und ich werde hier schon wieder gegrillt. In meinem Zimmer, kurz, Moment. Ich weiß noch nicht, ob ich mir jetzt was Gutes tue, wenn ich das Fenster aufmache, oder was Schlechtes tue. Man sieht, glaube ich, definitiv in der Facecam, dass ich definitiv am Schwitzen bin. Aber ja. Ah, warm. Muss vielleicht. Nope, nope, I'm out. Ne, ich habe ja gerade das Fenster aufgemacht. Problem ist, der Nachbar hat, also der Bauer nebenan hat gerade vorhin das Feld gemäht. Ist ein bisschen dunkler, man sieht meinen Schweiß nicht so. Oh, so. Heute. Okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen sehr dunkel gemacht. Ich merke auf jeden Fall, dass die Allergietablette arbeitet. Ja. Ja, heute gibt es neue Koop-Adventure, könnte man sagen, los. Wir gucken uns Deponia an. Beziehungsweise wir fangen mit Deponia an. Ich glänze. Look at me, I'm shiny. Ein shiny Fell. Ja, ich bin ist einfach so heiß. Heiß, 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 heiß. Ja. Bin irgendwie ziemlich laut in deinem Stream. Stell Du ich bist laut in meinem fest. Stream. Ja. Kann ich auch ein bisschen lauter machen. Ja, ein Tick geht schon noch. Rico! 15 Monate! Wup, wup. Fünfte Runde ist Und ein Vierteljahr. Mhm. Ich muss mir für das zweijährige Twitch-Jubiläum von mir muss ich mir definitiv noch was überlegen. Okay. Pläne sind schon. Dieses Jahr habe ich ja nichts aus zwei Gründen nichts gemacht. Einmal, es wäre genau zu meiner Matura-Prüfungszeit gewesen. Geht halt nicht. Und zum anderen ist zu dem Zeitpunkt auch Corona noch nicht ganz so klar gewesen, ob das jetzt, wie wir da jetzt fahren. Und dann ein Community-Event zu machen, schwierig, vor allem ich krieg die Räume nicht dafür. Das ist dann tatsächlich schwierig. So habe ich einfach gesagt, okay, ich nutze das ein Jahr mehr und so organisiere dafür wirklich bessere Sponsoren und Unterstützer, die dann denn beim Jubiläumsstream dann dabei sind oder dann sponsern, sodass wir auch eine Möglichkeit haben für Giveaways und sonstiges. Meine Ohren. Ja, ich spüre auf jeden Fall meine Allergie. Ja, Allergie ist belastend. Ich bin froh, dass ich momentan keine habe. Aber das kann Aber jederzeit wieder auftauchen. wie gesagt, bei mir ist direkt gegenüber das Feld gemäht worden, das große. Sieht ja überall herum. Natürlich. Es wird dann schon spaßig. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, hallo Joss. Fällt mir gerade mal so auf. So. Da hat der Phil was geplant, das hört sich doch gut an. Ja, wenn ich was plane, dann kann das immer nur gut werden. Kappa. So. Hättest du das Kappa jetzt mal weggelassen? Ah.
Ich bin schon noch gespannt, wie gut wir jetzt dieses Mal das Among Us Invitation rumkriegen. Ja, da bin ich auch schon gespannt. Wurde jetzt in den letzten Planungstagen dann noch etwas turbulenter. Aber aktuell schaut es so aus, als wären wir zumindest mindestens 9. Und ein paar andere Leute sind noch auf Pipeline, wo ich auf eine Antwort warte. Ja. Es wird gepointet und geklickt. Ja, genau. Hallo, Him. Genau, Him. Hallo. So. Mache ich hier mal die Musik aus. Dann machen wir mal das Game auf. Und wechseln hier auf Gaming. Dann geht natürlich das Game wieder aus, weil... Wir machen das im Vollbildmodus. So. Ach du Heilige. Wenn ich jetzt mit der Maus... Ich muss die DPI hier im Spiel so hochstellen, dass ich hier eine Bewegung habe. Dass wenn ich aus dem Bild rausgehe, einfach mit der Maus so... Aus irgendeinem Grund will nämlich die Polia gerade nicht. So, jetzt? Hey! Guck mal, es funktioniert doch. Früher oder später geht's. Früher oder später kriegen wir ein Bild. So, Rico, du siehst auch was? Rico? Hallo, Rico? Rico war gerade noch mal in der Küche und nein, der Stream ist beendet. Der Stream ist beendet. Machen wir ihn nochmal an. Hurra, ich hab wieder Bild. Ein Bäumchen. Bild und hey. Sound. Ja, hallo Fritte! Hey Fritte! Frittelüchen. Warum doppelt, Rico? Man hört sich doppelt. Warum könnte man nicht doppelt hören? Red mal nochmal. Test, 1, 2. Hallo, hallo. Oh, lol. Nein, sag mir jetzt nicht. Sag nochmal was. Nochmal? Hallo? Ach, komm. Ich krieg einen Ausraster mit Wavelink. Ich sag's, wie es ist. So, jetzt. Hallo? Jetzt schlägt sie nur noch einmal aus. Ey, das ist doch bescheuert. Schade, ich habe meinen Hall in meiner Stimme gemocht. Ja. Wavelink ist irgendwie... Der ist wieder da. Was ist wieder da? Wer ist wieder da? Ich bin verwirrt. Der Hall war gerade wieder da. Sag nochmal was, Rico. Rico? Ach, der ist wahrscheinlich gerade wieder in der Küche. Mann, was macht denn der Junge? Wieder da. Hallo, hallo. So, aber ich sehe zumindest nur einen Balken, der ausschlägt, bei wenn du redest. Also es sollte nur auf einer Tonspur kommen jetzt. Ja. Ich hab jetzt selber nochmal den Stream-Sound angemacht. Ich guck nochmal. Aber ich höre mich jetzt tatsächlich nur einmal. Wenn du mit Tamos und mit Tapo Maus hast, doch. Nee, per Klicken. Meine Mausrad funktioniert nicht richtig. Bitte was? Da ist eine 1 drunter. Ich fange mal bei 1 an. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Sehr laut. Hä? Hey, was ist denn jetzt? Warum ist das Menü jetzt anders?
Okay. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Das sollte so passen. Nehme ich mal an. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster ja, ich glaube, so passt das. Ich glaube, sonst ist der Ding lauter als ich. Beziehungsweise lauter als wir. So. Weiterspielen. Was? Achso. Neustart. Du hast Bild, Rico? Ich hab Bild, jawohl. Perfekt. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche ein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert Schnauze. Doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Yang. Wir haben ein Yang-Symbol. Ja, und das Ying liegt ja unten auf dem Boden. Ah, ich glaube, das kommt woanders. Das sehe ich selber. Außerdem ist es noch kein... Mit Betonung auf noch. Aber Rufus, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Aber Rufus... Ich bin dir Ach, eben... Mann. Dann machen wir es anders. Aber Rufus... Ich bin dir eben Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ja, außerdem ja, mit ja. Aber Rufus, ich bin dir eben immer ein... Kann ich jetzt echt das nicht überspringen? Ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwicklerkommentar veröffentlicht. Und du bist einer der stolzen Käufer. Ja. Und deswegen... Ja, kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia, der erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Und da du die Version mit dem Entwicklerkommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile gleich mitgekauft. Aha. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Weiß ich noch nicht. Bevor wir richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Tutorial. Oh nein. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man ein Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Art und Weise noch einmal eingeführt. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen, mein Name ist übrigens Poki. Oder Jan-Müller Michaelis, aber Poki, du kannst mich ruhig duzen, wenn du mich ansprichst. Du wirst mich im Laufe der Trilogie halt noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise mein Comic-alter Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen mit einem weiteren fröhlichen Husser auf den Lippen. Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken und dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich über sehr viele Jahre angedauert hat. Nicht ganz so lange natürlich, wie ich hier spreche, aber fast genauso lange. Also viel Spaß. Wow. Also Selbstreflexion kann er. Ja, das kann er definitiv. Okay. Ja, dann reden wir halt mit Wenzel. Computer? Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Schuss sein. Warum... Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe.
Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Nein, echt? Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, Game-Changer. Sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit einem Klick auf den Griff oben rechts das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Ja. Was mache ich hier mit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukommen. Ja, den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Pressen. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Drück drauf. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Easy. Ach, ich liebe Tutorials. Laut. Du alte Memme, denkst du hast Probleme. Ist laut. Ich muss mal ganz kurz. Du kannst doch Loki nicht einfach unterdrücken. Ja, aber das war sehr laut. Warum zählt das nicht zur Musiklautstärke? Weil das Intro ist. Das heißt, ich glaube, da müsstest du dann die Gesamtlautstärke bzw. die Windows-Lautstärke runterstellen. Volume Mixer, hm? Wir sind mal da drüber. Ich gebe die Pony einfach mal auf 50% runter. Jetzt müssen wir alles hier natürlich lauter machen wieder. Nächster bitte! Nächster bitte! So, jetzt haben wir natürlich den Ding nicht gesehen, ne? Mhm. So. Ja, so viel leise ist es nicht, aber wir müssen halt kurz leiden, Chat. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. So, dann haben wir das Intro singen auch. Singen kann er, dann haben wir das Intro auch nachgeholt. Und dann können wir weitermachen. Mhm.
So, und hallo Spooky Sisters. Habt ihr euch gut ausgeschlafen nach eurem, nach eurer Randale gestern? Die Spooky Sisters haben nämlich gestern Abend ihre 200 Twitch-Follower gefeiert. Und mit gefeiert meine ich sehr stark gefeiert. Da floss der ein oder andere Tropfen Alkohol. Du meinst Milch. So. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Okay. Ich bin immer ausgeschlafen. Nee, ich bin seit 6 oder 7 wach. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Es war mir echt ein Rätsel, wie du mir heute früh um 6 schon schreiben konntest. Ich schlafe immer nur bis 7. Es läuft immer nur Müll im Fernsehen. Egal wie lange ich... So alt bist du noch nicht. Senile Bettflucht zählt bei dir noch nicht. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Aber denk mal nicht, dass wir eine... Das Wäldebähnchen. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bescheid sagt, wenn ihr vorbeikommt, organisiere ich was. So. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Hm. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Hm. Okay. Das könnte nützlich werden. Ah, da ist ja meine Liste. Hm. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Denke ich mir auch jedes Mal. Okay, postmenstruale Bitte, was? Was? Postmenstruale Memo. Okay. Okay. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder du was erzählen? Wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Kann ich es mitnehmen? Na nu, Socken. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Oh Gott. Wow. Wer hat die Texte geschrieben, Tobi? Okay, wir haben jetzt einen Socken. Wie heißt unser Charakter eigentlich nochmal? Ich vergesse das jedes Mal wieder. Rufus. Rufus, genau. Rufus. Irgendwas mit R war. Und der Name mit R kann nie falsch sein. Ja, also, wer Kontext zu dem, von dem Spooky und ich gerade geredet haben möchte, sollte sich das VOD von ihnen anschauen, solange es noch online ist. Ich weiß nämlich nur, dass die beiden an gestern Abend gesagt haben, dass sie es eventuell offline nehmen. Verständlicherweise. der Menge. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Mach das auf! Das ist die Kiste, die mir bevor... Ich will... Mach das ist die... Bevor ich will... Halt nicht. So, was hat es mit der postmenstrualen Memo zu tun? Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Hm. Puh, das könnte ihr so passen. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Wow. Boah, was für eine Plörre. Ja. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Hm? Ja. Zahnbürste? Bleibst du? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Das ist eine gute Idee. Wie sie jetzt da unten rumguckt. Okay, hier kann ich aber nichts machen. Na, gucken wir mal, was mit Seitenschneider.
Witz fürs Verhältnis des Gästen. Danke für die Witze, Lieben. Also ich hab mir das BOD nebenbei schon mal aufgemacht. Es war ein schöner Checkbox-Abend. Und wir sind drauf. Ich bin drauf gekommen, dass Eri einfach tatsächlich in jedem Spielstream ist, wo Checkbox läuft. Die beiden sind so am Checkbox spielen. Eri schreibt in den Chat so: Eri, du auch hier? Beiden Spookies so: Warte, Phil und Eri, ihr kennt euch? Ich so: Ja, ja, wir kennen uns schon ein bisschen. Der liebe Eri. Ja, was will Poki denn? Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum zu Beginn des Spiels. Hier lernen wir natürlich gleich unseren Rufus kennen. Das heißt, ich möchte auch gar nicht zu viel darüber selber sagen, weil ihr sollt euch das ja selber erspielen. Gerade bei Deponia habe ich den Anfang noch sehr klassisch gestrickt. Das heißt, ihr müsst euch sehr viele Informationen über Rufus, über die einzelnen Interaktionen, davon gibt es eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so einfach. Mittlerweile bei den späteren Teilen haben wir immer ein viel einfacheres Spielerlebnis am Anfang mit reingebracht, damit ihr einen schnelleren Einstieg habt. Aber hier ist es noch eher ähnlich wie bei Ender bricht aus, dass ihr noch, bevor es denn so richtig losgeht, schon mal in die Spielmechanik eingeführt werdet, indem ihr ordentlich puzzeln dürft und Rätsel raten dürft. Da ihr aber jetzt hier schon mal diesen Entwicklerkommentar angeklickt habt, freue ich mich, euch verraten zu dürfen, dass wir tatsächlich auch Rufus hier dazu überreden konnten, mit ins Studio zu kommen. Hallo Rufus. Deswegen ist rechts oben. Hallo Poki. Rufus. Ja, dieser Screen, der muss ja bei dir eine ganze Reihe von Erinnerungen wecken. Aber wie gesagt, der Spieler soll es ja jetzt erstmal selbst für sich herausfinden, wo er denn hier ist und was er zu tun hat. Deswegen möchte ich dich lieber was ganz anderes fragen. Und zwar, du wurdest ja für das Spiel von dem Monty Arnold gesprochen. Ob du denn der Meinung bist, dass das eine gute Wahl für diese sehr, sehr wichtige, große Aufgabe war? Ja, also, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also, vorweg, ich kenne den schon sehr lange, Monty, wir sind so befreundet. Ich meine, er hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich das sage. Also, ich mag ihn privat fürchterlich gerne. Wir haben viel durchgemacht, wir haben uns kennengelernt, als ich gerade aus Algerien kam. Ich hatte ja dort Pech gehabt und wir sind uns in der Schweiz in einem Zugabteil. Das würde jetzt auch zu weit führen, aber naja, ob er der Richtige für die Rolle ist, ich glaube, ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja auch eine enorm große Rolle und auch eine entsprechend große Verantwortung, halt dein beachtliches Lebenswerk als Sprecher zu interpretieren, richtig? Chaplin hat ja immer davon geträumt, mal einen Napoleon-Film zu machen. Hat es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil man Napoleon eben nur vertreten, aber nicht ersetzen kann. Ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Wow. Okay. Mm. Mit dem Pömpel können wir noch interagieren. Ich wollte gerade fragen, hat er sich gerade mit Napoleon verglichen? Ja, will ich gar nicht genau wissen. Kann Zählt ich? Das dann schon als Napoleon-Komplex? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Okay, alles klar. Muss nicht sauber gemacht werden. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade, wo ich doch so gerne pömple. Ist das ein Verb? Ist es tatsächlich ein Ding? Ich kenne es tatsächlich auch als Verb, ja. Wow. Komm her, Pömpel. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Ja, ist okay. Machen wir das mal wieder zu. Sie verspottet mich. Na, warte. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Vielleicht mit der Toilettentür irgendwie? Gucken wir mal, was die Hauptseite der Apotheke noch kann. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Was? Sunny, sag ich. Ach so. Das ist Toni. Also dann hörst du so ganz leise aus dem Off. Oder ganz, besser ganz leise. Die Natterngrube. Sunny. Sonst bin ich immer zu laut, jetzt bin ich zu leise. Was ist denn heute los? Nee, es ist so ganz von ganz hinten, weit hinten ist ein Zimmer.
Pömpel. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, das Ding Pömpel zu nennen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein gewisser Herr Konrad Pömpel. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade fragen, weißt du jetzt wirklich... Warte mal, wir können in Tonis Zimmer und wir können hinter Tonis Hütte gucken. Und wir können auch runter zur Kammer und zur Spüle und zur Kühlschranktür. Und wir können auch vor Tonis Hütte gucken. Gucken wir lieber erstmal vor die Hütte, weil dahinter wird es wahrscheinlich ziemliches Chaos sein. Und in seinem Zimmer wahrscheinlich auch. Toni. Sie. Toni. Na gut. Gut, dann... Da können wir rein, könnte man reinschauen. In Rufus Zimmer, da bin ich mir nicht so sicher, was man da so finden könnte. Was ist das? Ich glaube, wir dürfen nicht reinschauen. Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Naja, du wolltest gerade in ihr Zimmer. Just saying. Ach Mann. Warum kann ich den Zeitenschneider-Ziel nicht verwenden? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ah, okay, also hinter Tonis Hütte kommen wir raus. So, wie fangen wir jetzt am besten eine... Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Hä? Warum wollen wir den Pömpel verstecken? Okay. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Ja, mach doch einfach die Tür auf. Goddammit, Rufus. Okay, ich kann da nichts reinstellen. Können wir den Pömpel irgendwo in unserem Zimmer loswerden? Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Ich sollte mich beim Packen lieber an die Liste halten. Ach, wir sollen die Sachen aus der Liste in den Koffer packen. Ja, nein, nicht da. Ich sollte erst das passende... Ich will ja nicht wie ein Idiot rum... Okay, understandable. Heißt, Seitenschneider, du kommst... Nein! Seitenschneider, du kommst da rein. Seitenschneider, warum auch immer, check. Bing! Ah, nach Elysium gehen. Liste finden, Koffer packen, nach Elysium gehen. Seems fair enough. Was hatten wir noch? Sonst von den Sachen war nichts. Ist das schon der Proviant? Nee. Nee, das ist Altöl. Hey, kann man auch trinken. Okay. Einmal. können wir die Zahnbürste einölen? Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Oh nein. Auf ins Waschbecken. Und weg damit. Boah, was für eine Plörre. Okay, endet also nichts daran, dass wir da das Öl reingefüllt haben. Jetzt haben wir eine leere Dose. Können wir Waschmittel nehmen? Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Okay. Ja, wer Öl putzt? Okay. Sie verspotten, na, wa? Achso, ja, mit der Hand kommt mal nach unten. Komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Wir gehen wieder da runter. Na, guck mal, jetzt haben wir so eine Plörre mit dabei. Topf mit Wasser. Ich weiß nicht, ob das Wasser ist.
Mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von allein. Ganz genau, Joss. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ah, was hat denn Joss wieder für ein Meme gepostet? Rico, ein Alter, ähnliches Bild. Ein ähnliches Bild hatte ich tatsächlich auch vor meinem inneren Auge. Hilf. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Jetzt nimm die Gabel mit. Boah, was für eine Plörre. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Gute Frage, nächste Frage. Okay. Natürlich ist da die andere Socke. Natürlich. Und natürlich ist sie gelb. Zwei gleichfarbige Socken sind ja auch langweilig. Ja, ne. Nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Die gute alte Couch. Schade, dass im Flugapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Das ist Food Storage. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ja, dann? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ah, ja. Ah, ja, okay. Und dann guck mal, das ein ganzes Glas voll. Ja, und das Sofa ist nicht befeuert. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Was können wir verbrennen? Ah. Und rein damit. kann ich den jetzt noch irgendwie einschalten? Oh, warte. Easy. So zündet man einen Ofen an. Immer. Merkt euch das, Kinder. Von Just for Legal Advice. Don't take it serious. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Wer ist denn diese Toni? Das ist eine gute Frage. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Gabel. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Ernsthaft? Und ich habe mich schon intelligent gefühlt. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ernsthaft? Mein Gott. Wie, du kannst die beiden Socken nicht verlieren? Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. War ja klar. Hast du gesagt, Rico? Ob du die beiden Socken nicht kombinieren kannst zu einem Paar? Nee. Das ist ja frech. Und nur den Pömpel auf diese Tür da verwenden, ohne Klinke? Das ist eine Idee. Da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Natürlich. Easy. Autsch. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Wie wahrscheinlich ist es, dass du noch eine zweite Falle erwischt? Okay, Gabel.
Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Gut, wenn alles nicht hilft. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Und auf die Idee kommst du, wenn ich versuche, einen Handbunsenbrenner, Handschweißgerät mit einem Mauseloch zu kombinieren. Ja, Rufus. Ich verstehe, warum Toni was gegen dich hat. Ich habe eine Idee. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Ja, was mag denn so eine Zahnbürste? Waschmittel? Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Eine Socke? Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Mit was hast du es jetzt kombiniert? Mit der Wasabi-Nuss. Put, komm mal, zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Ja, jetzt sitzen wir hier. So, sorry. Allergie ist einfach gerade 10 von 10 nervig. So, haben wir die Zahnbürste? Ja, wir haben die Zahnbürste. Nein, Zahnbürste. Das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Okay. Tonis Zimmer kommen wir nicht rein. Hinter Tonis. Ja, komm. Kommen wir da jetzt rein? Nein, ich habe noch nicht zu Ende. Okay, dann müssen wir erst packen. Das heißt, wir haben theoretisch. Irgendwas können wir sicherlich noch in den Ofen werfen, der an ist. Haben wir noch irgendwas zum Reinwerfen? Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. Okay. Und jetzt die Socken auskochen, oder was? Damit sie die gleiche Farbe kriegen. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingens. Kochwäsche, ja. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Mhm. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Eine Gabel? Das hat irgendwie noch nicht so viel gebracht. Noch nichts zu gabeln da. Alles muss man selber machen. Okay, wir schalten jetzt den Ofen wieder aus. Der brennt doch schon. Der brennt doch schon. Ja, umgekehrte Psychologie quasi. Ja. Ofen anzünden zum Ausmachen. Ich mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick von mir. Ah ja. Hat der Mantel noch irgendwas Interessantes für uns? Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Ja, tu das, Rufus. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. You serious? Ah, ja, guck mal, blau. Natürlich eine blaue Socke. Natürlich, blau und gelb macht grün, ne? Autsch, das ist ja heiß. Ja, aber die grüne Socke haben wir ja auch mit drin. Ja. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Können die Spüle betätigen? Wir können jetzt erstmal die Zahnbürste wegpacken. Und den Proviant. Und den Proviant, ja. Zahnbürste, check. Proviant, check. Feuer bekämpft Feuer, sagt man doch immer. Ja, genau. Eine Gabel auch noch mitnehmen? Für diesen Schrott werde ich in Elysium. Ich sollte mich beim. Okay. Aber Gabel auf eine Gabel kann man immer vor. Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist.
Ach so, ist das. Warum nicht? Man möchte immer wissen, was in Kisten ist. Ich habe aufgegeben, die Kiste. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay, na doch nicht. Aber es war ein Versuch wert. Boah, was für eine Plörre. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Are you sure? You never know. Da stecke ich meine Hand garantiert. Sonst habe ich halt nichts, ne? Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Die gute alte Couch. Schade, dass im Flug hier kam mehr. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja. Aber wir können doch jetzt nicht schon im ersten Raum festhängen. Das ist ja heiß. Irgendwas übersehen wir. Die gute alte Couch. Schade, dass im hier kann. Vielleicht, weil der Kühlschrank jetzt offen ist? Nee. Verdammt, das ist ja heiß. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Schokolade aus der Schüssel. Gatschoss. Den Kühlschrank zu füllen ist Tonis Job. Ich sorge dafür, dass immer genug Platz da ist. Dann nimm eine faire Arbeitsteilung. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni hat. Ja, ist okay. Boah, was für eine Plörre. Ist halt auch immer jedes Mal dasselbe, ne? Ja. Ist hier irgendwie vielleicht irgendwas, mit dem ich das dann ablöschen kann? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Hast du nicht gesagt, du hattest dieses Spiel schon mal gespielt? Nee, Deponia nicht. Okay. Ich habe einen Teil von Deponia gesehen bei Pier. Ah. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Ah, good to know. Actually, good to know. Sprungtür ist auch nichts drin, ne? Es kann doch nicht sein. Als ob wir gerade so lost sind. Ich kann sagen, ihr sitzt da schon länger als ich vor 2 Jahren. Tschüss. Okay. Was soll uns jetzt Mut machen? Nein, ich habe noch. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, und da wären wir dann auch. Nein. Hallo. Wir haben das. Ja, und da. Nein. Ich wollte nicht nochmal draufklicken. Das ist ja auch eine App. So. Was übersehen wir, Rico? Was übersehen wir? Ich weiß es nicht. Ich meine, hinter Tonis Hütte können wir halt nicht gucken. Ja, da kommen wir noch nicht raus. Und vor die Hütte kommen wir auch nicht. Nee. Vielleicht nochmal was mit dem Mantel? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Nö, anscheinend nicht.
Wir haben halt auch nichts kannst mehr. Du das Zeug nicht da rausholen, oder? Nö. Ob da wohl irgendwas drin? Ja, anscheinend nicht. So, das war so Gabel hier auf dem Topf, meinst du? Genau. Oder hast du das vorhin schon probiert? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wow. Wer hätte das gedacht? Da habe ich wahrscheinlich vorhin die Herzplatte gedrückt. Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ah, guck mal, wir haben einen Sockenpaar. Ja gut, dann lassen wir den Topf einfach weiterköcheln. Ja. Ich dachte halt echt, dass du die Gabel da vorhin schon mal draufgezogen hast. Deswegen habe ich da nichts mehr zugesagt. Dachte ich halt auch, dass ich, aber ich habe wahrscheinlich die Herdplatte erwischt statt dem Ding. Ach so, nee, als wir die Gabel probiert haben, waren nur zwei Socken drin. Socken? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? So, was nehmen wir nicht mit? Rico. Zahnbürste, Proviant, die Socken oder den Seitenschneider? Den Seitenschneider kann man immer gebrauchen. Zahnbürste? Zahnbürste, das braucht man eigentlich alles. Aber die Zahnbürste ist schon am Leben. Schon lebendig. Ja, stimmt. Da werden wir wohl irgendwas anderes so finden. So viel Platz sind das nun auch wieder nicht weg. So. Okay, ich kann... In dem Fall dann den Proviant? Ja, versuchen so viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Wow. Jetzt passt aber es. Seitenschneider kann man immer brauchen. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. What? Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Ja, genau. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So, wir wollten noch hinter die Hütte gucken. Mhm. Hallo? Ah, okay, wir wollten vor Tonis Hütte gucken. Ja, dann gucken wir davor. Okay. Was können wir mitnehmen? Die Chili? Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Autsch, heiß! Ja. Nicht, dass Chilis so funktionieren, aber okay. Nee, ich dachte auch, dass die nicht so funktionieren. Geile Klingel. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Sattelförmiger Kasten. Haben wir einen Brief gekriegt? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Das ist klar. Ja, Hanek. Hi. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja,
Es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Dann zurück zur Raketen-Startrampe. Mhm. Den Topf lassen wir einfach so köcheln. Was soll schon schief gehen? Ja, eben. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Hey, Wenzel. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Okay. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Okay. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ja. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Also der Organon ist bestimmt nicht von der Deutschen Bahn. Nee, ich glaube auch nicht. Kommt drauf an, wie die Rathausuhr nach der Deutschen Bahn stellen, vielleicht sind sie dann mal pünktlich. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Ja klar, wenn man die Uhr nach der Bahn stellt und nicht andersrum, dann schon. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Wow. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Der Plan ist perfekt, aber... Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Ja, sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Den Koffer versuchen da reinzustellen. Dafür ist ja wohl noch Zeit. Mhm. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Okay, also der ist, wenn wir lost sind, dann hilft er. Schlüssel nehmen wir mit. Ich muss erst noch den... Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ja, okay, dann schauen wir erst den Koffer. Und wohin jetzt damit? Da ist kein Platz.
Das Staufach ist zu. Ach ja. Probleme. Da muss nichts geschraubt werden. Da muss nichts geschraubt werden. So rum. Okay. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. So, und nun? Oh nein. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Na, geht doch. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da passt sie wohl nicht hin. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Hm. Können wir die Batterie einfach da lassen? Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Wozu braucht er überhaupt eine Batterie? Gute Frage. So, ist das mal zu. Die Batterie fliegt uns einfach hinterher. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja, definitiv. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Oh, warte mal. Der ist jetzt wohl überflüssig. Okay. Da muss nichts geschraubt werden. Okay. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ich brauche mal ganz kurz einen Moment. Voll wieder. Ich habe mir jetzt mal noch hier Nasenspray in die Nase reingezimmert. Hoffentlich geht es jetzt besser. Ja, so. Gute Besserung. So, und wohin jetzt damit? Okay, also der ist überflüssig jetzt. Der ist jetzt wohl überflüssig. Kann ich auch nicht mit der Batterie kombinieren. Ich muss erst diesmal... Ja, ist okay. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch... Ja, okay, also den kann ich da nicht... Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Okay. Schade. Der ist jetzt wohl überflüssig. Der ist jetzt wohl überflüssig. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Das sitzt auch so schon fest genug. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ach, goddammit. Okay, da fehlt irgendwas dazwischen, fehlt noch. Müssen die Batterie erst einmal da reinkriegen. Und dann kann ich sie mit dem Schweißbrenner festbrennen. Ist hier sonst noch irgendwie Schraub, mit dem wir hintergehen können? Das wird ein spektakulärer Abgang. Ich sollte die Harpune erstmal kalibrieren. Okay, Wenzel, hast du eine Idee? Hallo, Wenzel?
Der treue Wenzel. Wie wird er wohl? Ich sollte ihn. Na, irgend sowas. Hey, Wenzel. Was gibt es? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Mhm. Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Keine Probleme. So eine große Hilfe ist er dann doch nicht. Nee. Ich mach mich dann mal. Besser ist das. Du hast nicht. Nee. Also Kapseltür, mit der können wir. Aszendator. Ich habe sie bestimmt seit. Nicht interagieren, sonst noch. Da oben ist auch nichts, mit dem ich interagieren kann. Nur mit der Schiene und der Batterie. So, und wohin jetzt damit? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Haben wir irgendwas im Haus vielleicht? Oder warte mal. Können wir den Schraubenschlüssel da rein befestigen? Da muss nichts geschraubt werden. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Aber wer braucht das schon? Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Ja. Na klar. Hier ist jetzt wohl überflüssig. Hier ist jetzt wohl überflüssig. Gucken wir nochmal ins Haus. Was können wir mit dem Sitz? Können wir da in die Hausapotheke? Verschlossen. Nee, können wir nicht. Aber mit dem Schraubenschlüssel vielleicht? Das ist ein guter Hinweis. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay, dann nicht. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Lieber nicht. Und weg damit. Ah ja. Mehr ist wohl nicht zu, reicht ja auch. Was? Wo hast denn das Ding jetzt hingepackt? In den Ofen. Natürlich. Da sind zwar tatsächlich ein paar Mutternlose, aber das passt schon. Keine Ahnung, was mir das weiterbringt, aber. Ja, Platz im Inventar. Das so überfüllt ist. Vielleicht hier dann irgendwas. Vielleicht können wir irgendwas vom Ding abschrauben. Von unserem Teleskop. Ah. Ja, mit dem Seitenschalter können wir jetzt nicht mehr interagieren. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ja. Ich habe aufgegeben, die Kiste auf. Ich will sowieso. Du hattest doch vorhin versucht, in den Briefkasten zu schauen. Oh. Wo dir gesagt hat, angeschraubt. Der hätte doch eigentlich die perfekte Größe für so eine Batterie. Das ist wohl wahr. Elegant.
Mann, Toni wird da freuen. Toni wird sich definitiv freuen. Ey, wir sind, wenn alles klappt, sind wir nicht mehr da, deswegen. Ha, passt. Ein Sattelkasten. Weil wir den als Sattel verwenden, um auf dem in die Freiheit zu reiten. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Passt doch. Dann kalibrier du mal. Nee, der Deckel muss nicht zu. Das passt schon. Ja, ja. Okay. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Okay. Ah, okay. Ernsthaft? Ach, das ist immer Schachbrettbewegung. Zwei nach rechts, einen nach oben. Genau, ja. Immer die Pferdebewegung. Das heißt, mit dem geht da zwei nach oben, einen nach rechts. Also müsstest du jetzt quasi mit dem Fadenkreuz noch einen nach links. Ja. Wo ich nicht hin kann. Ja, fast. Fast. Mhm. Ja, das war jetzt sehr falsch. Also, ich habe es selbst geschafft zu resetten. Okay, so. Das ist das, okay. Dann machen wir das. Das geht nicht. Machen wir das nochmal. Nee, das war falsch. So, okay. Und das wollen wir jetzt. Zwei nach unten, einen nach links. Nee. So. Nee, schon wieder da. So lost kann ich doch jetzt nicht sein. Geht doch. Ja, endlich. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. I guess you're Tony. Hallo, Rufus. Tony, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Was? Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Wo hast du den aufgebaut? Ja, und wie? Sorry, Tony. Aber der Zug ist abgefahren. Warm. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden.
Schön wär's. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Wow. Toni kann uns echt nicht leiden, ne? Nee, das ist echt eine Zicke. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Hm. Fair point. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Oh, wie unfreundlich die ist. Ich kann nicht mit der Lunte. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles. Ja, aber ich kann nicht aufs Inventar zugreifen. Okay. Na dann. Arrivederci. Seht zu. Mit Wenzel werden noch reden? Ich komm, lauf ganz hoch. Hey Wenzel, was gibt es? Ja. Ich mach mich besser, ist das? Du hast nicht. Hast du die Lunte? Ach nee, du kannst die Lunte nicht anzünden, weil du nicht auf Inventar zugreifen kannst. Dann. Zum Glück gibt's Mausrad. Jetzt wird's spannend. Hat es vielleicht. Oh. Da kommt was. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr. Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Ich meine, der Anker hat funktioniert. Ja. Hi, Poki. Na, das hat ja super geklappt. Wir sind an Bord des Organon-Kreuzers, also auf einem der wichtigsten Zwischenschritte auf dem Weg, auf Rufus' Weg nach Elysium. Und dieser Raum ist auch deswegen so unglaublich wichtig, weil hier natürlich die weibliche Hauptperson eingeführt wird. Und zufälligerweise habe ich sie direkt neben mir hier stehen im Studio. Und das ist die Goal. Hallo, Goal. Hallo. Und vielleicht könntest du einfach mal so aus dem Bauch raus erzählen, wie das damals so war, als du Rufus kennengelernt hast. Gerade diese brenzlige Situation, wie du die so überstanden hast. Also mir wurde gesagt, es werden mir Texte vorgelegt. Ach so, du dachtest, wir schreiben Texte und organisieren das Ganze. Nee, also eigentlich haben wir jetzt das eher so gelöst, dass wir gedacht haben, bravo. John, sag mal, du hast mir gesagt, ich brauche keine Texte zu schreiben. Hast du das nicht gesagt? Nein, Poki, ich habe gesagt, du musst Texte schreiben. Das hat er hat gesagt, ich brauche keine. Ich habe das noch ganz genau im Ohr. Meisterleistung, mein Lieber. Es ist ja auch egal, es ist gerade viel zu spannend, um unseren natürlich sehr gut vorbereiteten Entwicklerkommentaren zu lauschen. Ich kann das verstehen, wenn ihr unbedingt gleich weiterspielen wollt. Ja. Okay. Definitiv. Die hat auf jeden Fall Spaß mit dem Aufnehmen. Und Rufus scheint zu lächeln. Okay. Schaut sehr bequem aus.
Und wie gut, dass wir den Anker direkt in den Schacht getroffen haben. Ja, auf jeden Fall. Ey, guck mal. Was für ein Gewurst. Und wir haben unseren Koffer dabei. Ja. Und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Vertüdelt. What the hell? Ah, guck mal. Der Rufus ist mit dem Röhrig verwandt. Die Zahnbürste kann ich nicht mitnehmen. Ich kann die Zahnbürste nicht mitnehmen. Irgendwie hat sich das Ding deaktiviert. Ja, jetzt ist es wieder da. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Wofür hätten wir den Seitenschneider wohl gebrauchen können? Der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Ein gut geöltes Getriebe. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Oh. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Hallo, Mido. Hi, Mido. Damit kriege ich die nie auf. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Ich spare mir meine... Nein, spar sie dir nicht auf, mach. Ja. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Okay. Der Arm mag es nicht angetastet werden. Ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Hallo, Mido. Hallöchen. Wir spielen das Ganze als Discord. Also, er hat es im Discord offen. Mit Discord-Stream. Und unterstützt mich einfach nur meine Lostness. Obwohl ich die meiste Zeit genauso lost bin. Ja. Okay, hallo? Kannst du das jetzt bitte in die Zahnräder reinhauen? Okay. Nee, das mag er nicht. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, warte mal. Proviant rein in die Zahnräder. Socken. Nein, Socken rein da in die Zahnräder. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Und wir warten. Und wir warten. Kannst du die Socken eventuell auf einen dieser Hebel werfen? Ob das irgendwas bringt? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay, er hat nicht mal einen eigenen Satz dafür. Der Wartungsraum ist jetzt immer ganz schön lang aktiv. Ja, weil du mir diesmal noch nicht angekrabbelt hast. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Nee, wir spielen das tatsächlich jetzt an den Sonntagen, ist das das neue Koop-Projekt. Oh, ein Perry, das Schnabeltier! Also, der Plan wäre, dass wir das über mehrere Wochen hinweg, spielen am Stream. Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Ich spare mir meine... Ich spare mir meine Tele...
Ich spare mir. Ich spare. Kann der nicht einfach mal da hochklettern? Mit Essen spielt man nicht, es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Natürlich, Rufus. Wieso? Die sind doch noch gut. Kann ich mit dem Beluka was machen? Damit kriege ich die nie auf. Also, er will die Socken nicht auf das Getriebe anwenden. Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Dahinter schläft der Wartungsarm. Also, Nüsschen da rein. Und dann auf dieses... auf die Klappe. Na, guck mal eine an. Hey, ich will die Socke wieder mit dem Hallo. Er ist überqualifiziert, genau wie ich. Funktioniert er auch als... Natürlich funktioniert er auch als... Hallo. Hüchen. Unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ja, Rufus. Eins nach dem anderen. Aha. Nehmt das. Nein, nicht. Ah. Was ist das? Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Warum? Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, hast du die Göttin oder? Weggespült? Dafür bin ich eine Spur zu flink. Gute Frage. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Na, dann bis später, Schoss. Das war sogar das. Warte mal, das war die richtige Entscheidung? Aua. So, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BÄM! Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Plan verlängert sich immer weiter. Mit Gold nach Elysium gehen. Na, guck mal. Und dann such die Göttin. Hopp. Guck mal, das mal den Stier. Gegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So Hallo, viel Mini. Kerosin war ja jetzt nur auch müssen nicht sie in der Turbine. Was denn das? Nö, ich dachte, wir klauen so ein bisschen das Konzept. Wir haben hier schon mal einen, also wir haben ja Undertale auch schon in dem Format gespielt. Oder gemacht.
Und ich dachte, das hat gut funktioniert. Dann probieren wir es in, hier Deponia auch nochmal, weil ich gesehen habe, Deponia war im Aktionssale. Und, dachte ich mir so, ja, warum nicht? Und Deponia in Begleitung. Verschlossen. Nicht? Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Wir müssen irgendwie in den Motor rein. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Und vielleicht der Name von des Fahrers. Von mir auch noch Halloumini. Puh, das könnte alles heißen. Okay. Was haben wir im Inventar? Nichts haben wir im Inventar. Gut. Dann haben wir ja die freie Auswahl. Ja, ich schätze, wir werden zum Dorfkern gehen. Hier zumindest hier nichts, mit dem ich noch interagieren könnte. Ja, geht's dann nach unten noch irgendwo hin? Nee. Okay, dann auf zum Dorfkern. Möchten Ando und Keks auch noch Deponia spielen oder warum? Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Bitte was? Okay. Zum Wassertank. Zum Wassertank, Schornstein. Warte mal. Zu Tonis Hütte. Ja, guck mal, wir können wieder zu Toni zurück. Oh, da wird sie sich bestimmt freuen. Mhm. Und wir uns erst, beziehungsweise ich mich. Ich kann dir halt die überhaupt nicht leiden, aus irgendwelchen Gründen. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Okay, was haben wir sonst noch? Fenster, Tonis Laden. Tonis Laden. In die Gasse. Ja, sollen wir mal zum Rathaus gehen? Da, wo sie sagen. Ja, gehen wir mal zum Rathaus. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Hallo? Möchte er jetzt mal zum Rathaus laufen? Er lässt sich ja ganz schön Zeit beim Laufen. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Na, dann versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Ja. Okay, dann muss da eine Zahl rein. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Einfach, ich sag mal einfach mal. Nicht aus wie ein richtiger Doktor. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Mhm. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner
Bekannten. Aber mach es kurz. Oh nein. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müssen sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Tobi? Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Oh nein. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Hey, immerhin etwas. Wir können Goal antatschen. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Fachkraft der Schlafatrie. Was haben wir sonst noch? Einen Türknopf haben wir noch. In den Saal runter. Kriegen wir aber den Türknopf. Luftballons. Ja, guck ich mal einen an. Luftballons kann man immer brauchen. Mhm. Ganz meine Zum Worte. Zum Beispiel für ihre Party des Wiedererwachens. Da kann das Ganze hier nichts schief gehen. Absolut optimistisch. Natürlich. Kann ich da jetzt eigentlich immer noch eine Nummer ziehen? Ja. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Horror 66. Kannst du noch eine Nummer ziehen? Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Das Drehbuch hätte ich schreiben können. Drei Stück. Jeder nur eine Nummer. Spielverderberin, glaube ich. Ähnlich hätte ich wahrscheinlich auch geantwortet. Ich glaube nicht, dass es eine Lotti ist. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ja, das hat ein bisschen Aggressionsprobleme. Ich glaube auch. Okay. Sollte mal eine Milch trinken. Lobo? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Ja. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Hinten anstellen, Rico. Ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe. Als Player 1 habe ich First Steps. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Nicht Rufus. Zum Rostschrubben. Was? Nee, zum was anderes schrubben, Mann. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Würdest du denn eventuell 5 Minuten ohne mich auskommen? Fragt für einen Freund. Das kriege ich sicherlich hin. Hurra. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Bis gleich. Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat.
Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Uff. Ich verschwinde. Hm, okay. Also da kriege ich, glaube ich, nichts raus aus denen. Also wir haben jetzt die Warteraum und wir haben Luftballons. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Kommen wir mal zur Notrufseite. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Hallo? Hm. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Okay, Rufus. Alles klar, so viel dazu. Dann kommen wir mal in die Gasse. Auf in die Gasse. Andu. Hallöchen. Sprengplan. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Lonzos Kneipe, der Papagei, Notfallstation. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Weil du hier so also viel mehr tust, ne, Rufus? Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Ich wüsste Sachen nicht, wer das mit den Magneten war. Und besorgen. Und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Mhm. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Toni. Mal nachdenken. Toni? Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. So viel dazu. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Uff. Okay. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, Lamour. Nice. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Hallo. 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 Ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. So, der hat also Hunger.
Das heißt, ihm müssen wir was zu essen auftreiben. Dann gehen wir mal in die Kneipe. Gehen wir in die Kneipe. Bin ich wieder. Perfekt, wenn wir in die Kneipe gehen. Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Ja, Dartpfeil erstmal einstecken. Alle kann man immer brauchen. Sowieso. Ich habe Luftballons und Dartpfeile. Ich sehe schon nichts Schlechtes kommen. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Dann fragen wir ihn doch, was es mit dem roten Vorhang auf sich hat. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Du, Lonzo. Ja. Möge! Hallo Möge! Beziehungsweise Mücke guckt rein und fliegt erstmal direkt zum Mars. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Warum zum Mars? Nicht nach Deponia? Das hier ist Kuvak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Vielleicht wäre der Kommando nur zum Mars fliegen kann. Es gäbe weniger Explosionen. So vielleicht nimmt die Rakete fest. Ja einen Umweg. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Zum Mars-Fliegen. Ist das neue Bruder, was los? Bruder, muss mal kurz zum Mars. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Wow. Kurz auf gerade zum Ausfliegen. Hast du zufällig etwas, das... Bis später. Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das richtig. Vielleicht ist das 9-Euro-Ticket eigentlich auch bis zum Mars zu fliegen? Frag für einen Freund. What the hell? Oh. I did not expect that. Davy McCoffee? Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber Natürlich. Nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt.
Na, guck mal, was wir da haben. Was für ein Gekrakel. Gott. Aber, na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Chili. Nichts davon gibt es in Kuwak, aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Oh Gott. Das wird eine Katastrophe. Ich sag's jetzt schon. Aber so richtig. Okay, gucken wir erstmal. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Ja, auf geht's. Ich kann doch sicherlich diesen Zahnbohrer mitgehen lassen, oder? Easy. Das Ziermesser auch, oder? Ja, easy. Gucke mal. Hebe. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Oh. Fancy. Ich spare mir meine Telekinese. Ah. Okay, hier, oh, hier ist also... Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Ja, Arztschrank. Guck mal. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Können wir es vielleicht mit dem Seziermesser aufmachen? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Nö. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Hast du nicht noch einen Bohrer? Ja, aber ich würde erst noch die anderen Sachen ausholen. Ich glaube nicht, dass es mit dem Bohrer da was bringt. So. Was ist in dem Polizeifach drin? Und wo, wie kommen wir an den Dietrich ran? Das ist eine gute Frage, ne? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, definitiv. Ich hab nicht geblinzelt. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Nein. Verdammt! Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Eine Fußfessel, ja, genau. Warte mal. Feuerlöscher. Ja. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay. Asbestand. Oh ja, die sind gut. Dann können wir wenigstens die Chilischote holen. Und wir können jetzt auch den Ding anfassen. Da ist ein Feuer. Loch in der Plattform. Den Feuer? Den Topf. Ach so, da wo wir unsere Socken drin ausgekocht haben. Mhm. Ah. Okay, so können wir, haben wir hier schnell transiert. Good to know. Okay, dann bleibt die Frage. Wie kommen wir hier oben an die Handschellen? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Da besteht keine Fluchtgefahr. Nein, nein, nein. Der fährt da mit dem raus. Das ist wie eine Waagschale, habe ich das Gefühl. Also hier, guck, das... Irgendwas müsste ich hier einlagern, damit es dann hier... Ja? Irgendwie erinnert mich das Spiel an Larry. Nur ohne die versauten Witze und die leicht bekleideten Damen. Ist ja auch im selben Stil gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil ich weiß. Geh noch mal auf die Feuerwache. Feuerwache? Ei, Sir. Und dann legst du die Fußfessel in das Fach.
In welches Fach? In das Seitenfach, genau, in den Feuerwehrschrank. Und jetzt zurück auf die Polizei. Polizei. Strike! Ah. Easy. Gut kombiniert, Dr. Watson. Hm? So, was hat das auch mit der Klappe hier auf sich? Weiß es nicht. Kann da der Feuerlöscher dran? Ja, ich kann den Feuerlöscher nicht bewegen, ich kann ihn nur anheben. So. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuvak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal. Steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf dem Balance? Oh. Wow. Okay. Also das können wir sicherlich irgendwie fixieren. Das müssen wir irgendwie fixieren. Warte mal. Handschellen. Aha. Jetzt können wir, glaube ich, von unten rein in die... Ja. Aber... Ja, nee, dann geh wieder zurück auf das andere. Auf die Gefängniszelle. Was passiert, wenn wir mit dem Modus gehen? Ah, okay, dann setze ich einfach nur das Teil drauf. Okay. Auf die Gefängniszelle und jetzt außenrum. Dass du da reinkommst und den Dietrich holen kannst. Ja, eben, du meinst vor unten rein. Ja, genau. Wenn der mal nicht immer so langsam laufen würde. Ja, ne? Wir haben ja Zeit. Zumindest noch eine Stunde etwa. Kein Gitter der Welt kann mich auf. Da, es hat hier geblinkt. Ja, das war nicht, was ich machen wollte. So. Hast du den Dietrich jetzt noch? Ja, hoffentlich. Ja, habe ich. Ja, gut. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Immerhin ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Was? Aufputschmittel. Okay. Aufputschmittel, okay. Für unseren Kaffee. Ja. Und jetzt weiß ich auch, was er meint mit. Ich habe es bis jetzt nur immer ins Herz bekommen. So, Aufputzmittel haben wir. Klares Wasser brauchen wir noch, energiereiches Wasser, belebende Flüssigkeit, heiße Bohnen, schwarzes Pulver und Kaffeepulver. Klares Beleb. Okay. Wo kriegen wir sowas her? Eine sehr also gute klares, Frage. Klares Wasser auf Deponia. Der Weg ist schneller. Okay. Windschutzscheibe. Können wir damit eigentlich was machen inzwischen? Wie repariert man doch gleich eine Scheibe, die ihre Sichteigenschaft... Ah. Och, nö. Haben wir irgendwas zum Reinigen? Nee, haben wir nicht. Schade.
Kannst du, halt, stopp. Ja. Bleib da. Ja. Versuch's mit dem Skalpell oder mit dem Seziermesser, da ein bisschen was von dem Dreck abzuschaben. Du brauchst doch noch schwarzes Pulver. Stimmt. Die repariert man doch gleich. Och nö. Okay, dann nicht. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Wahrscheinlich. Ja. Wir kommen mal später nochmal hierhin zurück. Aha. So. Dann Gasse geh am besten grad mal kurz zu Tonis Haus und hol die Chili. Stimmt. Bevor wir das wieder vergessen. Oder wir können noch gucken, in Wenzels Haus reinzuschauen. Das können wir auch noch probieren. Und vielleicht kriegst du ja mit den Werkzeugen, die du jetzt hast, auch den Medizinschrank in Tonis Haus auf. Ja, ich habe jetzt einen Dietrich. Und diese verschlossene Kiste. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Definitiv. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Rufus zieht schon ganz schöne Filme. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos. Danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Der hat die Kiste geöffnet. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Na dann, Wünschelrute schon mal ein... Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Wenn wir jetzt in dem Keller noch Wasser finden, dann ist es mein Wasser. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Möglicherweise. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre... oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Bis später. Genau. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Oh, das ist ziemlich Arsch. Ja.
Gucken wir uns in sein Badezimmer um. Kommt da auch nur Plörre? Haben wir irgendwas in seinem Kaminofen, ein bisschen Feuer zu machen? Ah, schade, leider nicht. Ah, wir können seinen Schwamm mitnehmen. Okay. Da ist sonst noch was drin? Nicht, dass ich jetzt was sehe. Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Schwamm zum Reinigen. Von der Fensterscheibe. Ja. Irgendwie hat sich gerade die Qualität von meinem von der Bildschirmübertragung wieder hart nach unten geschraubt. Deswegen muss ich nebenbei immer noch in deinen Stream gucken. Okay. Wie ich da noch was sehe. Ja, der das ist halt, wenn er irgendwo eine kurze einen Bitsturz hat. Okay. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Hm. Okay. Wasser im Keller. Kann ich jetzt wieder nach oben gehen? Die Dusche noch mal da oben. Konntest du da an der Seite von dem Rohr auch noch irgendwas? Nee, hier überhaupt nicht. Nee, okay. Das sah gerade so aus. Das ist aber auch hier auch nicht die Dusche. Das ist nur ein Wasch. Das ist nur das Wohnzimmer. Ding. Das ist die Dusche. Ach, das ist die Dusche wahrscheinlich. Das ist die Wünschelrute. Hey Wenzel, was gibt es? Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Bis später. Genau. Der hatte doch gesagt, der hat sich auch eine Nummer gezogen. Ja. Können wir eventuell gucken, ob ich sehe wir die Nummer mit Zettel. Ihm tauschen können? Ich sehe da irgendwo den Zettel, den er hat. Ja, vielleicht hat er den auch bei sich? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Dann fang doch mal an, Wasser zu suchen, du Knaller. Nix, da ruf, die gehört dir. Aber das ist ein Na und? Oh, Junge, vielleicht finde ich ja irgend... Und wenn ich dann... Teilen wir Pfiffleie. Okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Zum Wassertank. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Okay. Fünf Jahre später. Aber in Wenzels Haus können wir doch gar kein Wasser einfüllen. Der hat doch das Ding blockiert. True. Plus, wir müssen es irgendwie blockieren. Weiß jedes Mal hierhin. Wenzel hat eine Schutzklappe, dieser Egoist. Ja gut, das ist der Schornstein, ne? Wir müssen irgendwas in diesem Ofen anzünden, damit die dann aufgeht. Damit der Rauch rauskommt. Stimmt. Okay. Da kommen wir aber jetzt nicht weiter.
Gehen wir mal wieder zurück nach zu Toni. Nee, warte. Machen erstes mit dem Schwamm. Ach ja, erst der Schwamm. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Wo kriegt man auf einem das kochende Wasser? Seife her? Das gekochte Wasser. Das saubere. Zählt das als Seife? Nee, aber da ist ja Spülmittel drin, weil wir die Socken gewaschen haben. Da ist ja Spülmittel drin. Stimmt. So, während er zu Tonis Hütte geht, lege ich mir kurz was zu trinken holen. In der Zeit kannst du ja auch noch einen Kaffee kochen. Setz einen auf. Und auf magische Weise ist der Tunnel wieder frei. Wo wir gar nichts gemacht haben. Willkommen zurück. Wie lange hat er jetzt gebraucht, um noch durch den Tunnel laufen? Kurz nachdem du raus bist, war er schon da. Ja. Läuft doch. Mir ist ja aufgefallen, dass der Tunnel jetzt wieder frei ist. Magic. Leben. Okay. Tote haben wir. Als ob. Haben wir auch keine Handschuhe mehr, die sind dabei verbrannt. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. So, hast du den jetzt wieder im Inventar? Jawohl. So. Dann hoch. Ja, das war nicht pink. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ding, ding. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Okay. Da bin ich jetzt verblüfft. Ich auch. Dann nimm den Bohrer. Ja, kurz einen Moment. Ich schau nur kurz. Ich bin mir gerade noch mal sicher, ob Formel 1 jetzt schon anfängt oder erst in der Stunde. Okay. Nicht, dass das Rennen jetzt anfängt. Nee, okay. Stunde und 41 Minuten Sekunden. Zahnbohrer. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks. Okay. Ja gut, die Kiste ist ja jetzt nicht mehr da. Ich würde nur kurz noch mal was oben gucken. Vielleicht sehe ich sonst noch was umgetan. Aha. Oh ja, den Blindgänger kann man mitnehmen. Und den Trichter. Und Schweißgerät. Warum auch immer das da steht jetzt. Naja, das muss, haben wir ja zurückgelassen, nachdem wir die Lunte angezündet haben. Ach ja, stimmt.
Unsere Wartenummer. Wir können die Wartenummer zum Verbrennen verwenden. Wir können es versuchen. Interessanterweise, Toni ist nicht mehr da. Dann wird die wahrscheinlich wieder in ihrem Laden sein. Das ist gut möglich. So, was war jetzt der nächste Schritt? Wenzels Haus. Genau, das Ticket verbrennen. Ist sonst irgendwas Papierartiges, was wir verbrennen könnten? Das Rezept, aber das brauchen wir noch. Brauchen wir noch. So, wo ist der Ofen? Badezimmer. Natürlich ist der Ofen im Badezimmer. Ja, Kaminofen. Das muss nicht gewartet werden. Oh Mann. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay, also das ist es nicht. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Nein, ich wollte nicht aus dem Fenster raus tanken. Was haben wir sonst? Ich habe mich schon gefragt, warum der Stream andauernd pausiert. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Wäre witzig. Okay. Dann könntest du jetzt aber zumindest bei dem Auto die Scheibe sauber machen. Oh, wie schnell wir jetzt da waren. Hast du gedoppelklickt? Nicht, dass ich wüsste, aber... Muss das wirklich sein? Ja. Do it. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Ich habe eine Idee. Also einmal das probieren, aber wird nicht gehen. Was? Nicht einmal? Ist das überhaupt? Weil wir wissen, wer ein paar Schlüssel gefunden hat. Gehst du jetzt zu Bob? Wie hieß er denn? Ja, der, was sich keinen Namen merken kann, von dem wir den Namen auch nicht merken können. How ironic. Ja, genau. Hanek. Hallo nochmal. Hi. Rufo. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Stark. Okay, das ist eine Sarkasmus kann der Hand schon mal nicht. Oh, warte mal, wenn ich das Sprengsignal manuell selbst auslöse? Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Ich weiß nicht. Bist du dir da sicher? Na dann. Oh, den Hebel kannst du schon mal mitnehmen. Das ist ja wundervoll. Den Hebel kann ich mitnehmen. Nee, aber den kann ich die Motorhaube aber aufmachen. Und... Nee. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Da muss ich nichts einfüllen. Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Die Frage ist nur, wie... Okay, wie könnte man an eine Batterie kommen? Ich
will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Nein, oder? Ah, au! Yeah! Okay. Wie fangen wir die jetzt an? Haben wir irgendein leeres Gefäß? Aber nicht mit bloßen Händen. Ich greife doch nicht Batteriesäure mit bloßen Händen an. Spritze? Ist in der Spritze was drin? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Okay. Was ich hier brauche, ist ein Gleiter. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Okay. Ja, wir lassen mal die wird schon noch laufen, bis wir wieder da sind. Ja. Also, bleibt nur noch Tonis Laden. Können wir den Saugroboter mitnehmen? Hm. Vielleicht brauchen wir den mal noch. Ich wollte schon immer einen Roomba haben. Ne, mit dem kann ich nicht interagieren. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Mm. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ja. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Mhm. Der Meister der Schwerkraft? Mhm. Der Himmelsstürmer? Mhm. Der Windjockey? Yep. Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Genau und der. Doch steht er hier. Direkt vor mir. Mhm. Wer hätte das gedacht? Tja, Wahnsinn. Ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh Gott. Den muss ich mir merken. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Wow. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Hm. Okay. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was?
Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Hm. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Wow. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Nein, wir haben den... Okay, ich dachte, echt, wir kriegen den Schwamm und mit dem können wir es dann... Eine ganze Chilischote. Fehlen noch 2 Zutaten. Bitte was? Ja. Ah. Schau mal auf das Rezept. Ja, okay. Wir sollen das aufputschen und schwarzes Pulver. Und ein schwarzes Pulver, Schießpulver. Das kann durchaus sein. Aufputschmittel. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Hatte der nicht vorhin irgendwas von Schießpulver erzählt? Ja, aber ich weiß nicht mehr, bei was. Gewichte, Anker, was man halt... Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Wow. Wir müssen sie irgendwie aus dem Laden rauskriegen. Die ist echt unhöflich. Wir müssen irgendwie sie aus dem Laden rauskriegen. So, irgendwie muss man ja... Oh, warte mal. Toni, nach Hause. Katze brennt. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Was? Den Bohrer auf den Feuerwerkskörper. Ah. Eine Prise Schwarzpulver. Ja, das wird der beste Kaffeepulver, den ich je hatte. Auf jeden Fall. Der Kaffee wird echt der Knaller. Lemon. Ich hab da ein neues Rezept. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder... Retter? Nein, Killer klingt cooler. So, jetzt geht's los. Hallöchen, Iggy. Hallöchen, danke für den Raid, ihr Lieben. Nur kurz raustappen. Hallöchen, ihr Lieben. Wie geht's es euch? Was habt ihr so getrieben? API-Error. Okay, interessant. Okay. Das haben wir aber gleich. Was haben die getrieben? Deponia Doomsday. Ah ja, in dem Fall habt ihr vor allem etwas Deponia gemacht und euch jetzt gedacht, ihr guckt mal, wer sonst noch so Deponia streamt und schaut da mal vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Erfolg bei Deponia. Wir sind noch ganz am Anfang vom ersten Teil. Wir haben heute gerade erst mit der Ding angefangen. So, bei dir läuft der Stream wieder, oder, Rico? Wohl tut's. Ja, yeah, perfekt. Ich überlege gerade, können wir hier sonst noch was verbinden? Das muss nicht umgefüllt werden. Okay, wir brauchen immer noch den Behälter für die Batteriesäure. Gewichte, Anker. Ja. Okay, wir haben jetzt zumindest mal schon mal das Kaffeepulver. Letztendlich bräuchten wir eigentlich noch 2 Gefäße, weil wir müssen ja auch noch irgendwie das klare Wasser dann... aufsammeln, an das wir auch Energie, erstmal noch kommen müssen. Energetisierendes Wasser. Batteriesäure. Ja. Wir brauchen erstmal klares Wasser. Oh Gott.
Okay. Aha. Wir müssen immer noch irgendwie rausfinden, wie wir das anzünden können. Beim Sprengtrupp brauchen wir Magnete erst noch. Gut, wir können gucken, ob wir da noch ein bisschen weiter vorankommen im Rathaus. Das sind Magnete. Wo sind Magnete? Kannst du die mitnehmen? Oh ja. Tatsache. Easy. Ja, guck mal, wenn es so einfach gehen würde. Magnete. Okay. Oh. Okay, wo müssen die hin? Das ist nicht mein Lieblingsscreen. Wenn ich mir diesen Screen angucke, dann sehe ich halt mehrere Kämpfe, die ich verloren habe. Und zwar, der eine ist, dass ich mir halt diese Sprengplankarte irgendwie optisch halt auch ein bisschen anders vorgestellt hatte. Wir hatten allerdings da aufgrund von einer gewissen, ich sage jetzt mal, Fehlplanung im Bereich der Hintergründe, hatten wir tatsächlich für diesen Screen nicht eingeplant. Dafür gab es eigentlich gar kein Geld. Und ich habe immer gesagt, so, ja, da können wir doch halt irgendwie den Stadtkern von Kuwak nehmen. Das brauchen wir sowieso als Schablone und daraus halt so eine Art Postkartenmotiv machen. Und dann zeichnen wir da drauf unser Schrottenminenlabyrinth, die Systeme, das wir nachher brauchen, um halt die zu sprengenden Gebiete zu markieren, die auch gar nicht im Endeffekt so wichtig sind für ja, das Sprengen, das hier später stattfindet. Darüber möchte ich noch gar nicht zu viel verraten, weil wahrscheinlich habt ihr es jetzt noch gar nicht gemacht, je nachdem, wann ihr mich anklickt. Ich hoffe, ich kann es ja jetzt nochmal sagen, dass ihr mich immer möglichst spät erst anklickt, weil ich ja auch immer sehr viel quasi erzählen möchte und dann meist ein paar Informationen zu den Rätseln schon vorwegnehme. Also immer Spoilergefahr. Achtung, wenn ihr mich anklickt, kommt möglicherweise schon zu spät. Genau, dieses Tunnelsystem ist im Prinzip noch genau meine blöde Skizze, die ich innerhalb von 30 Sekunden gemacht habe auf dieser Karte. Die hat irgendjemand nur Farb verändert, damit sie optisch zu dem Rest passt. Und das ist natürlich tatsächlich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Also gucke ich immer noch mit ein bisschen Magengrimmen auf diese Karte und sage so, eigentlich ist das viel hässlicher als das, was du davon im Kopf hattest. Aber wir tatsächlich gar kein Geld mehr für diesen Screen hatten und gesagt haben, wir machen den so einfach und schrummeln den halt zusammen aus einzelnen Sachen, konnte ich da mich auch gar nicht weiter verargumentieren. Ja, ein kleiner Verlust dieser Screen, was die Optik anbetrifft. Der zweite verlorene Kampf in diesem Screen ist, dass der tatsächlich in unserer Planung und auch jetzt durch das Questlog als Minigame deklariert wurde, was? Obwohl es eigentlich wirklich was? Kein Minigame ist. Das kam selbst bei mir durch. Das ist ein Teil eines Rätsels. Und hallo Tobi. Hallo Tobi. Und wer ist Poki? So aus, als wäre es ein Minigame und mit der Minigame-Hilfe. Aber ich habe irgendwas im Chat übersehen, überlesen. Weiß es nicht. Ich sehe. Guido, Mini, Tobi, okay. Joss, Iggy. Ach, stimmt. Ach. Stimmt, ja. Also, ist ein Minigame-Buster. Der hat aber ich einen muss Namen. Aber auch richtig. Das wäre nicht Scheiße. Nein, ich wollte endlich in die Münze dahinter kommen. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Okay, was hat das jetzt gebracht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Geh noch mal kurz raus auf die Karte. Okay. Da haben doch jetzt Lampen geleuchtet. Oh ja. Wo? Hier drüben. Alle? Nee. Die drei. Die drei. Können wir jetzt noch mal bei Toni. Oh Gott, ist das nervig. Es ist ein ziemlich nerviges Geräusch. Andu, wir sind lost, das solltest du doch wissen.
Eventuell haben wir den Namen wieder vergessen. Wow. Ich muss weg. Das aber du. Ich hatte gehofft, dass das mitkriegt mit dem Alarm. Ah, also doch über Doppelklick. Ah. Na, gucke mal. Okay, aber es sind die drei. Nee. Muss das eine neue Sprengung anregen? Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Sind die oberen drei aktiv, da wo ich meine Marke hingesetzt hatte? Mhm. Aber welche willst du aktivieren? Das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn ich sie auf so einen Bereich dazwischen setze? So. Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Es ist dann nur dieses eine angegangen. Will ich alle aktivieren? Hm? Wie willst du alle aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Was müsst ihr gerade eigentlich machen? Schauen wir so aus, als wüssten wir, was wir tun müssen? Wir brauchen noch das Wasser. Klares Wasser. Und was brauchen wir noch? Energie? Energiereiches Wasser und belebendes Wasser. Oha. Belebendes Wasser fehlt uns noch. Und das Energiegeladene, das müssen wir noch irgendwie auffangen, weil wir noch kein Gefäß haben. Ganz genau. Das wäre kürzer zusammengefasst. Ja. So. Jetzt löschen wir die Sirene bei Wenzels Haus. Ich fühle mich gerade tatsächlich dezent lost in diesem Rätsel. Ja, wenn es nicht juckt, das wäre einfach gar nicht. Ja, es sind sicher alle drei Rätsel toll. Okay. Haben wir was Neues für den Kaminofen? Nicht kleckern, sondern ich persönlich. Das hatten wir vorhin schon ausprobiert. Mhm. Niemals. Und Toni wird... Jetzt ist es zu spät zum Rösten. Rösten. Oh. Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Leicht gesagt. Haben wir jetzt da Kaffeepulver rein oder nicht? Das sitzt auch so schon fest. Offensichtlich nicht. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Was? Okay. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Definitiv. Ja, ganz sicher bist du das. Gute Idee. Wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden. Wie Wenzel immer. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Bin ich mir nicht so sicher. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten... Eigentlich sind Trichter... Aber nach ja, dem... kann... Ich würde eigentlich sind Trichter was für Feiglinge... Hallo? Eigentlich sind Trichter... Aber nach dem dritten... Ach, langsam glaube ich, meine Erinnerung kommt langsam zurück. Ich weiß wieder ungefähr, was ihr machen müsst. Aber ich spoilere nicht, keine Sorge. Ja, bloß nicht. Bloß nicht.
Nur mal testweise. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Schade. Er macht sich auf jeden Fall die Tür zu. Können wir denn... Ich kann mit dem Rohr nicht mehr interagieren. Nee, ich kann hier unten halt generell aus den Keller fluten. Ich kann hier unten mit generell nichts mehr interagieren. Also, haben wir... Okay, da müssen wir tatsächlich das irgendwie den Ding anzünden. Wie werden wir noch rausfinden? Ich glaube, wir müssen als nächstes das Rätsel hier mit dem Ding hinkriegen. Und jetzt würde ich tatsächlich auch noch die letzte Viertelstunde tatsächlich noch nur noch mit dem Rätsel beschäftigen oder versuchen zu knacken. Weil danach ist ja ab 16 Uhr geht ja die Formel 1 los. Ich muss ja auch ein bisschen auf die Uhr schauen dieses Mal leider. So, wie funktioniert das jetzt nochmal? Hallo nochmal. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten 3 Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Das hat jetzt nicht geholfen. Bis bald. Nee. Tschüss. Ach, den Namen kannst du... Sieht so aus. Hallo noch. Stutzipu. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Bis bald. Tschüss. Ja. Bis bald. Okay. Legt den Sprengsektor fest. Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal... Anleitung. Unterhalb von Kuwak existiert ein Labyrinth aus Schrottstellen, in denen Müllsucher wie Hanek nach brauchbaren Unrat suchen. Es ist ein harter und dämlicher Job. Nicht selten kommen die Müllsucher nur weiter, wenn die Sprengladungen an einem Tunnelende hochgehen lassen. Jedoch entstehende Erschütterungen nehmen die Kuwager gelassen, da es mit einem Rufus in der Stadt ausreichend Explosionen in der Oberfläche gibt, um den Schaden durch unterirdische Sprengungen zu relativieren. Ärgerlich ist nur, dass die Erschütterungen regelmäßig die Alarmanlagen an den Häusern auslösen. Rufus kann Sprengungen auslösen, indem er 3 Bereiche auf der Karte markiert und anschließend die Glocke betätigt. Das ist nicht nur spaßig, sondern kann sich auch als nützlich erweisen, wenn man wie Rufus einen Plan hat. Löst die Alarmanlagen aus. Alarmanlage im Haus. Mhm. Ach. Jetzt verstehe ich, wie Karte gemeint ist von dem Bereich. Magst du mir mal kurz einen Gefallen tun? Kommt auf den Gefallen drauf an. Geh noch mal kurz ins Rathaus. Okay. Dieser eine Typ, der hat doch vorhin gemeint, dass der Dachdecker jetzt irgendwie Hutmacher Hüte ist. Ja. Guck dir mal die Hüte an und geh dann mal auf die Karte. Das ist... Was ist denn das für ein Hut? Okay. Vielleicht müssen wir die einfach nur wegscheuchen, weil wir ihre Alarmanlagen aktivieren. Das eine wäre das Haus. Das andere, glaube ich, das da. Es könnte das sein. Und ganz nach unten, mittig. Ja, stimmt. Versuchen wir die einfach mal da wegzulocken. Weil wenn das die Alarmanlagen aktiviert, warum nicht? Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung!
So. Gucken wir mal, ob es was gebracht hat. Doppelklick. Ja, tatsächlich. Easy. Da liegt der 63 auf dem Boden. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Nee, die lag vorher nicht da. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Kannst du die Tasse da unten mitnehmen? Ich hasse Schlangen. Nee, mit deinem kann ich nicht interagieren. Ein Jammer. So, was hat uns das dann jetzt gebracht, die... Wir haben da die Nummer 63. Wir haben die Nummer 63, ja. Was hast du jetzt eigentlich mit der 66 gemacht? Keine Ahnung, die ist weg. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel an der Reihe. Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Warum bist du ja auch noch nicht dran? Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Okay. Das heißt, wir haben die drei jetzt übersprungen und jetzt ist allerdings erst Wenzel dran. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie Wenzel aktiv kriegen. Kannst du Wenzel tasern? Frag für einen Freund. Ich habe keinen Taser. Warum nicht? Jeder sollte einen Taser haben. Ich habe eine Spritze. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Deswegen sollst du ihm ja die Spritze in Wanst hauen. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie Wasser hier auslösen. Das heißt, wir müssen irgendwie... Das ist schon mal keine Zutat für das... Ich finde, ich komme ganz Tobi. Gut vor. Ich sehe es halt genauso. Wie könnten wir den Kaminofen anzünden? Mit Feuer. Ich bin hilfreich. Entschuldigung. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir... Wenn wir den Alarm im Haus, bei Toni daheim einschalten, ob Toni dann vielleicht auch abhaut? Aus dem Laden? Oder warte, erstmal gucken, okay, die sind jetzt auch nicht wieder da. Das heißt, die sind immer noch in ihrem Haus. Die sind weg. Da ist gar kein Marker. Ja, aber es ist egal. Hallo? Ich kann nicht interagieren. Dann sind die jetzt gelockt. So, warte mal. Er hier will was zu essen, der Papagei. Schade. Gibst du ihm Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie. Okay. Dann gucken wir nochmal in die Kneipe rein. Mhm. Kann ich das den Dartpfeil hier drauf werfen? Nee, kann ich nicht. Ab in das Pulverfach damit. Du mal kurz gucken, ob da bei dem roten Tuch, was der da vorhin abgerissen hat, ob das, was da unten noch mit dabei liegt, ob du das anklicken kannst. Oh. Oder du nimmst gleich das ganze Tuch mit. Okay. Ich habe eine Idee. Okay, dann bist du schon weiter als ich.
Oh, du willst das Tuch anzünden? Aha. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Zumindest das wäre es, was ich versucht hätte. Niemals. Und Toni wird... Für Deponia ist der... Die Aftershow... Vorhang. Wenzel hat eine... Für Deponia ist der... Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Ja, dann geh aber auch nicht immer zur Seite. Meine Fresse. Wir müssen irgendwie... Haben wir noch irgendwas offen, wo... Fun Fact, das Lied im Hintergrund ist ein echtes Lied, das Poki geschrieben hat. Also in der Bar, meine ich. Nice, okay. Wissen, das ich vorher nicht kannte. Können wir einen Vorhang über Toni machen? Das würde sie nur noch wütender machen. Ja, ist egal. Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni... Beruhigungsmittel. Dafür muss ich mich aber verletzen. Alles schon probiert. Das Einzige... Finger weg. Ist ja gut. Wie können wir uns verletzen, dass sie uns den Schlüssel gibt für... Da können wir auch nichts mitmachen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich maximal lost bin? Bautroffsäule, da vielleicht. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Immer noch nicht. Aber kaum. Ich probier's. Was mir gerade noch so einfällt, als du da vorhin der Arztpraxis warst, beziehungsweise bei Gonzo oder Gizmo oder wie er hieß. In der Arztpraxis. Hast du da versucht, einen Luftballon mit dem Lachgas zu füllen? Da hatten wir noch keine Luftballons. Da hatten wir noch keine Luftballons? Ich glaube nicht. Okay. Dann haben wir jetzt Luftballons. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. So. Okay, und was jetzt damit? Ich kann das Ding nicht mehr... Du kannst das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Schade. Der Arztschrank, da kommen wir auch nicht rein aktuell. Gott sei Dank bin ich ein... Verdammt! Der Stier vielleicht. Freigegeben, wie langweilig. Vielleicht können wir uns beim Stier verletzen. Toro! Hey! Haben wir irgendwas? Toro! Hey! Was wir mit dem... Und heute, liebe Kinder, zeigt euch... So schon mal nicht. Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzelblut abnehmen. Ja, das kann ich ja nicht. Habe ich ja schon probiert. Toro! Hey! Oh! Wenn... Nein. Er gelangweilt. Ich ja. Toro! Roter Vorhang! Toro! Hey! Ha.
Was? Toro! Hey! Ach, was nutzt der beste Mann? Wenn der Stier nicht hinguckt. Toro! Hey! Toro, hab ich gesagt. Freigelangweilig. Wir müssen dafür sorgen, dass der Stier da rüber guckt in die andere Richtung. Wie machen wir das am besten? Toro! Hey! Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Ja, klar. Wer war Lobo nochmal? Lobo war der mit dem Hut, der das gesagt hat, ja, dass der Dachdecker okay. auf der in dem unteren Haus. Der ist nicht mehr unterwegs, ne? Genau. Weil feuerfeste Ding. Mir ist aber gerade noch eine Idee gekommen. Ja, sag. In Wenzels Haus. Wir wollten doch nur den Schornstein aufkriegen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass da Rauch durch muss. Es muss ja nur aufgehen. Ja. Wie wäre es denn, wenn du den Helium-Luftballon versuchst, da hochsteigen zu lassen? Von innen. Das wäre potenziell eine Möglichkeit, die so doof ist, dass das in dem Spiel funktionieren könnte. Das ist jetzt antiklimatisch. Das ist echt antiklimatisch. Wir brauchen einen neuen Luftballon. Es erklärt auch, warum die Luftballons immer noch im Inventar sind. Mhm. You're 50% there. The other 50 are delivered by, keine Ahnung. By Saturday. Das muss nicht So baut man keine Heißluftballons. Es hat Wochen gedauert. Kaputt. Ja, war ja klar. Der Clown. Clown. Okay, dann... Au, Zahnbohrer. Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Haben wir uns jetzt verletzt? war klar. Oder... Für Deponia ist der... Die After... Ja, ist okay. Okay. Eventuell haben wir uns jetzt aber verletzt und wir können jetzt von ihr einen Schlüssel holen. Die Hausab... Hast du dich noch nicht? Schade. Wenn es erst ein... Ich muss weg. Das aber du... Oder... Lieber nicht. So wird das... Was, wenn ich plötzlich eine... So wird das... Was, wenn ich... Kaputt. Nee, mit was haben wir das Messer kombiniert gehabt? So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich... Mit leeren Ballons? Mit leeren Ballons ist das witzlos. Mit leeren Ballons ist das... Ach, das war nicht das Messer, sondern das war der Bohrer. Au, jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. So. Die Hausapo... Hast du dich noch nicht? Schade, wenn es erst einmal... Okay. Ich muss weg. Das aber du. Ich meine, es wären theoretisch so Haken, die wir bräuchten, aber wir müssen sie halt irgendwie ablenken. Mhm. Für Deponia ist der... Das erinnert mich an letztes, der Plan mit... Das war nur der... Dafür bräuchten wir, also um sie abzulenken oder zu beruhigen, bräuchten wir ihr Beruhigungsmittel. Und das haben... Ja. Das gibt's in ihrem Zuhause. Da brauchen wir aber den Schlüssel von ihr dafür. Dafür, dass wir den Schlüssel von ihr kriegen, müsste ich mich irgendwie verletzen. Und in die Hand bohren ist in dem Fall nicht verletzen genug. Da bringt es uns nichts.
Kann man sie mit Helium betäuben? Gute Idee, das könnte ich probieren noch. Ich möchte eventuell aber mit Gizmo auch nochmal reden. Dr. Gizmo, was denn? Ich will... Ich höre... Feuer! Unmüll! Das hätte meine Brand... Sie haben eine eigene... Ja. Die wurde. Das war mein letzter Geburtstag. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahl. Sie haben ein. Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug. Sollte man zumindest... Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ich habe da die... Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Not. Aus deinem Munde klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick... Nein! Aber... Nein! Menno! Okay. Worauf warten? Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten... So, können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum? Ich kann auch 1000 Mal hinter... Ich werde... Ha, hast du zufällig ein... So eine... Ich arbeite. Tu es bitte... Danke für den Follow, Dragon Warcraft. Aus Simplicity sage ich Dragon. Ich hoffe, das ist okay. Okay, dann probieren wir jetzt noch das mit dem Helium. Zum sie betäuben. Sonst geht langsam ein bisschen die Zeit aus. So. Luftballon. Lachgascontainer. Okay. Alles schon probiert. Das einzige. Seien Sie, es hilft, ist Ihr Betäubungsmittel. Das Betäubungsmittel kriegen wir da drüben. Das müssten wir irgendwo festbinden, damit das nicht... Irgendwo festbinden oder irgendwas Schweres dran machen. Wahrscheinlich etwas, was wir... Wahrscheinlich die Haken, damit die dann, dass sich da festhängt. Und die kriegen wir hier. Ja. Wie kriegen wir Toni aus dem Laden? Beziehungsweise, wie kriegen wir den Schlüssel von Toni? Und das ist der Dietrich, den wir haben. Mein eigener Dietrich. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Die wir schon ziemlich ausgenutzt haben. Niemals. Und Toni. Ich zum Glück bin ich mittlerweile. Bin schon gespannt. Kannst du das die Spritze mit dem Dartpfeil kombinieren? Das ergäbe sicher ein Grand. Wer ist doch was für Anfänger. So wird das Messer. Was, wenn ich... Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon... Was? Also Löcher in den Zähnen. Vielleicht beim Topf? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Wenn ich meinen Kram verbrenne, hilft das zwar der Legendenbildung, aber was verkaufe ich dann den Fans? Wow. Wenn ich meinen Kram... Aber was ver...
Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raus... Da stecke ich meine Hand. Die Maus ist schon vor langer Zeit was nicht. Nur weil Toni mich aus dem... Ich bin gerade echt lost. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Ja, da kam der Papagei ja ursprünglich her. Nein, ein Wellensittich. Okay. Nee, sie will ja, also der Papagei will was zu essen oder von der Frau, die vom Bergarbeiter. Mhm. Die unten in der Mine ist. Mhm. Kannst du die Beruhigungsspritze mit dem Trichter kombinieren? Die Spritze mit dem Trichter? Das muss nicht umgefüllt werden. Nö. Ich will es ja nicht umfüllen. Ich will das als Blasrohr benutzen. Einen ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar. Um deine Ex zu betäuben. Dann eben nicht. Nochmal was? Rico? Er hatte gesagt, ich will die Spritze ja nicht umfüllen. Ich will sie als Blasrohr benutzen mit dem Trichter, um die Ex zu betäuben. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Okay. Für sowas hat man ja dann doch irgendwie das Gas. So. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank. Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine? Wow. Toten? Tiere? Mehr? Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das. Aber woanders. Okay, das heißt, den müssen wir jetzt als nächstes wecken. Aber, Chat, das machen wir nächstes Mal, weil in 7 Minuten geht es vom 1-Rennen los und das möchte ich jetzt nicht unbedingt verpassen. Wir speichern jetzt hier mal. Dann speichern. Und nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit Rico. Dann hoffentlich auch etwas länger, weil dann sollte das vom 1-Rennen wieder am Abend sein. Es ist halt immer das Problem, wenn es inzwischen durch so viele verschiedene Rennen sind, so viele verschiedene Zeitzonen, das macht es einfach ein bisschen schwierig mit Streamplanung. Ich bedanke mich trotzdem für alle, die heute reingeguckt haben, für den Raid von hier, wo war, von Iggy, für den für das Reinschauen von Mido, Joss, Mücke, Spooky Sisters, Andu, Tobi, Dragon. Danke für den Follow, Dragon. Auch nochmal danke für die 100 Bits, Spooky Sisters. So. Dann sind wir glaube ich, mit allem durch. So, dann gucke ich noch ganz kurz, wo ich euch denn hinrate. Weil ich habe gesehen, eine Nase ist online. Whirlpool ist ja vorbei. Ja, guck mal. Ich bin verwirrt. Ah, okay. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, warum Lando Norris, der Twitch-Streamer und vom 1 war online ist, obwohl gleich das Rennen ist, aber sein E-Sports-Team Quadrant streamt und reactet auf das Rennen. Deswegen. Das macht dann natürlich Sinn. So. Nee, aber ich schicke euch zum lieben Joss, der spielt gerade Randall's Monday. Auch ein Point-and-Click, so wie es ausschaut. Wait. Joss. Cool. So. Und wie inzwischen jetzt auch jeden Sonntag, kommt heute Abend wieder eine tolle Folge Psyche auf YouTube.
wo ihr reingucken könnt. Nächster Stream ist dann, wie gesagt, wieder am Mittwoch. Wo wir entweder wieder ein bisschen Form 1 machen oder ein bisschen verschiedene Games, Variant Games. Ich weiß es noch nicht. Mittwoch ist immer so ein Ding, wo ich recht spontan gucke, was wir machen. Freitag geht's dann wieder weiter. Entweder Elden Ring oder Star Wars. Fallen Order oder Knights of the Old Republic. Nee, nicht Knights of the Old. Star Wars The Old Republic. Star Wars The Old Republic oder Jedi Fallen Order oder sowas in der Richtung. Und wie gesagt, wegen Formel 1 YouTube bin ich noch am Schauen, ob möglich und wie möglich. YouTube mit dem Content-ID-System ist da ein bisschen sehr pain in the ass. Ist nun mal leider so. Wenn es wirklich so ist, dann wird es nur F1-Content bei mir auf Twitch geben und nicht auf YouTube. Wäre ein bisschen schade, aber kann ich auch leider nicht viel machen. So. Mit dem wünsche ich euch allerdings noch einen schönen, schönen Sonntag. Und ich sehe, 8 Sekunden habe ich noch. Deswegen ganz, ganz schnelles Ciao, ciao.